Die nervenzehrenden Wochen, in denen Heinz Hönig in der Klinik lag, will Annika Kersten Hönig in einem Podcast verarbeiten. Doch auf den Start müssen Fans noch warten. Über 140 Tage wurde Heinz Hönig in einem Berliner Krankenhaus behandelt. Obwohl eine wichtige OP noch aussteht, durfte er die Klinik verlassen. Die Zeit hat nicht nur bei dem Schauspieler Spuren hinterlassen, sondern auch bei seiner Frau, Annika Kersten Hönig. Was die Familie erlebt hat, will die 39-Jährige in einem Podcast aufarbeiten, von Anbeginn, von der ersten Diagnosestellung bis hin zu dem Tag, wo er wieder nach Hause durfte, kündigte sie vor einigen Tagen an. Doch bislang ist 24K, ein Sommer in Berlin, noch nicht erschienen. Den Grund dafür erläutert Kersten Hönig jetzt in einer Instagram-Story. Annika Kersten Hönig. Der Zuhörer glaubt, er sitzt im ICE. Viele ihrer Follower würden gespannt auf die erste Folge warten, deshalb meldet sich die Frau des Das Boot-Stars mit einem Update zu Wort. Sie erzählt, dass sie tatsächlich schon die erste Folge aufgenommen hätte. Aber nach einer Nacht darüber schlafen dachte sie beim Anhören am nächsten Morgen, das geht gar nicht. Ich habe viel zu schnell erzählt. Ich muss mich tatsächlich im Langsamsprechen bisschen üben. Der Zuhörer glaubt, er sitzt im ICE. Nun muss sie alles wiederholen, verspricht aber, sich mit dem Schnitt etc. zu beeilen und es schnell hochzuladen. Doch der Podcast muss warten, im Moment haben meine kleinen Mäuse absolute Priorität. Die Jungs hätten sich Viren aus der Kita mitgebracht. Alles im Moment schwierig, so Kersten Hönig, auch weil sie sicherstellen muss, dass ihr schwerkranker Mann sich nicht ansteckt. Heinz Hönig braucht Pflege. Im Mai war Heinz Hönig mit Herzproblemen in eine Klinik eingeliefert worden. Nach der Operation der Speiseröhre war der Schauspieler zu schwach für den weiteren lebenswichtigen Eingriff. Dass er sich auf die ausstehende Aorta-OP in den eigenen vier Wänden darauf vorbereiten kann, verdankt er seiner Frau. Ohne im medizinischen Bereich tätig gewesen zu sein, kann man das fachlich nicht umsetzen. Das war auch die Voraussetzung für die häusliche Entlassung. Angefangen von der fortlaufenden medikamentösen Therapie sowie der künstlichen Ernährung über die Magensonde bis hin zur Wundversorgung der Zugänge, so die gelernte Krankenschwester.